Auf einem Tisch liegen 5 Äpfel. Sie sind gut gelaunt und freuen sich auf den Tag. Hoffentlich werden wir heute nicht gegessen. Einer der Äpfel ist gerade aufgewacht und schaut sich um. Guten Morgen, aufwachen, ihr Schlafmützen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Stell dich nicht so an, du Angstapfel. Achtung, da kommt schon jemand. Wenn wir gegessen werden, bin ich hoffentlich der Letzte. Ein kleines Mädchen betritt den Raum. Leider sieht es sehr hungrig aus. Lecker, ich freue mich auf die Vitamine. Der sieht lecker aus. Zum Entsetzen der Äpfel packt es einen von ihnen und beißt hinein. Der schmeckt gut. Jetzt sind sie nur noch zu viert. Doch da kommt schon das nächste Mädchen. Ich glaube, ich verhungere gleich. Oh, da sind ja Äpfel. Da nehme ich einen von. Oh nein, das war's. Als nächster kommt ein Junge in den Raum mit den Äpfeln. Boah, ey, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Auch er greift nach einem Apfel. Bitte iss mich nicht! Die letzten 2 Äpfel haben Angst. Werden auch sie gegessen? Hab ich einen Hunger. Das war's dann wohl. Der letzte der 5 Äpfel ist schadenfroh. Keiner isst mich auf, ne. Aber dann? Boah, hab ich einen Hunger. Ich würde jetzt alles essen. Oh mein Gott, nein! Oh, lecker. Am Ende sind alle Äpfel gegessen worden, auch der allerletzte. Schade, aber wenigstens sind die Kinder jetzt nicht mehr hungrig.